Kiesel nur knallt. Das Fräulein derer von Zeiten jener Anverehrer mit dem lieben kleinen süßen Gogomobül und externs bald zusammengekehrt worden von einer großen Kehrer. Doch im letzten Augenblick sieht er, das ist ein Automobil. Zaus am Schreibtisch haben sie stehen als Briefbeschwerer. Die Garage, die haben schon aufgegeben längere Zeit, weil das Suchen nach dem Gogo wurde immer schwerer. Jeden Tag war's um Verzog, war's unter einem anderen Ton. Jetzt löst im Stottern Benzin an Lebertrein ein Divera. Vielleicht wird's dann größer und schwerer und ein richtiges Automobil mit der Zeit. Und das Gogo hat eine riesengroße Freude. Und einmal fährt die Vera mit ihrem Verehrer noch St. Pölten mit dem süßen Gogo-Mobil. In Sieghardskirchen macht die Vera plötzlich am Klärer, weil aus der Kurve mal aus dem Auto kommt und sie niederschreibt. Sie ziehen den Kopf ein, die Vera, das Gogo-Mobil samt Verehrer. Machen die Augen zu und unter dem Lastauto durch sind die drei. Und schon wiederum macht die Vera so einen Blärer. Weil es rennt ein Händel über den Weg, sie fahren über das Händel drüber weg. Das Händel denkt sich endlich ein richtiger A, ein schwerer. Und beißelt die Feder und legt voller Freude ein Ei. Und das Gogomobil fühlt sich geschmeichelt dabei. Und wir's dann heimfahren, die Vera mit ihrem Verehrer. Von St. Pölten mit dem süßen Gogomobil. Sagt die Vera nach Servus, dass das kein Verkehr war. Doch so ein Volume ist für unser Gogo nur ein Kindergespür. Sie tritt aufs Gas und schießt voran wie ein Zerstörer. Schlüpft einfach unten durch, oben drüber, links und auch rechts vorbei. Die anderen Fahrer wären ordinär, immer ordinärer. Doch das Gogo kennt kein Hindernis. Jetzt fährt's gar ein Wochenmal durch die Viers. Und während die anderen am Riederberg hängen und schimpfen auf Vera, steht das Gogo schon als Briefbeschwerer am Schreibtisch zu Hause in der Kartei und träumt von einem Händel im Monat Mai.